Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren netten kleinen Info-Ankündigungsvideo. Ich bin euer Mr. Venom 1974 und ich sag's mal vorweg, diese Woche hat ein bisschen was von Infogaddon, deswegen nenne ich das auch so. Ich kriege ja immer Fragen, hier Retro, finde ich voll cool und so und wie kann ich da dran kommen? Ja, es gibt natürlich die Möglichkeit eines freundlichen Auktionshauses unseres Vertrauens. Ihr kommt sicherlich drauf, was ich meine. Ihr könnt natürlich auch die Flohmärkte dieser Deutschlands unsicher machen, aber es gibt natürlich etwas, wo man wirklich was finden kann, wo Sammler auch auflaufen, wo man aber ganz klar sagen muss, hier sind Sammler unterwegs, ne? Also die Leute hier über den Tisch ziehen, ist nicht ganz so leicht. Ich glaube, es ist eigentlich chancenlos, aber falls da irgendwann auf die Idee kommt, hey, Human Action 52 für 2,50 Euro, ich tippe dagegen. Deswegen kleiner Tipp von mir, wer in der Nähe von Bochum wohnt, lebt hauptsächlich wahrscheinlich Ruhrgebiet und Umgebung, dahin, ne? Samstag, 10.11.2012, ist auch ziemlich zentral am Bahnhof, findet man relativ schnell, also wohl zu Fuß und mit dem Auto ist überhaupt kein Thema, kann man relativ einfach finden. Kleiner Tipp von mir, wenn es 11 Uhr anfängt, nicht unbedingt 5 vor 11 vor der Tür stehen, sei denn ihr habt noch ein bisschen was vor, in der Schlange zu gucken oder so. Vielleicht da ein bisschen mit Vorlauf arbeiten. Und guckt euch ein bisschen an, was ihr euch interessiert, weil sonst werdet ihr wahrscheinlich überschmissen mit allem Kram. Also guckt mal selber, wenn ihr euch für Atari 2600 interessiert, dann guckt danach für NES, N64, PlayStation 1, das geht noch, PlayStation 2, Xbox und so. Das wird schon ein bisschen fragwürdiger, ist meistens eigentlich ganz, ganz rudimentär zu finden. Genauso umgekehrt auch zum Beispiel alte Sachen für ein Videopack ist da auch zu finden, aber eher seltener. Genauso wie, ich hatte beim letzten Mal ein Glück, das war in Oberhausen beim letzten Mal, für ein Mattel Intellivision ein paar schöne Sachen zu finden. Also das sind so Sachen, da freut man sich, aber da muss man eben wissen, wonach man sucht. Ich laufe da eben wie schon halt auch rum. Vielleicht kann man da irgendwas machen, kann einmal Meet and Greet und guten Tag sagen. Bin ich der Letzte, das kriegen wir schon hin. Nur für euch als Tipp, ihr seid ja so immer auf diesem Retro-Trip mittlerweile. Ich meine, wer meinen Kanal guckt, der ist das meistens. Einfach dahin. Kleiner Tipp, die freuen sich, die Veranstalter sind auch echt gute Jungs, machen Spaß. Die haben auch Spaß an der Sache, das merkt man auch an. Thema dieses Mal geht's um Zappa Games, also nicht Frank Zappa oder so ein Unsinn. Wer nur kennt, um den Witz überhaupt zu verstehen. Es geht da wirklich um diese klassischen Shooter Games, die es auf dem NES gab, die wirklich mit einer Kanone gemacht wurden. Oder House of the Dead, das sagt euch wahrscheinlich eher was. Oder dafür dürft ihr das in Deutschland gar nicht wissen. Ich rede mich immer manchmal um Kopf und Kragen. Vielleicht sollte ich mir erstmal so eine Indexliste immer holen, bevor ich überhaupt was erzähle. Aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Also sprich, das ist so ein Thema da und ihr werdet da viel Spaß haben. Das macht echt Spaß. Ich werde da noch den einen oder anderen natürlich auch Handshake machen. Ich glaube, soweit ich weiß, da sind auch noch andere, die werden auch mit Sicherheit noch Videos dazu machen, dass sie auch da sind. Geht da einfach mal hin. Ich bin wie schon halt auch da. Merken, kann man immer nette Schnäppchen zu machen. Ich werde unten in die ganze Videobeschreibung auch meine alten Videos reinpacken und verlinken und so, damit ihr so wisst, worauf ihr euch da einrichten könnt und einstellen könnt. Ich werde dann auch Videos machen von Sachen, was da wie passiert ist, auch das, was man wieder gefunden hat und alles, was dazugehört. Ich werde auch, das kann ich schon mal wegnehmen, für diese ganzen Zappa Games werde ich mal gucken, ob ich da auch mal das ein oder andere Video noch hinbasteln kann, weil das habe ich beim letzten Mal auch gemacht, da gab es also Sega, da habe ich dann auch mal eine Sega-Sammlung gezeigt. Lasse ich mir mit Sicherheit auch was einfallen. So, das war sozusagen Infogaddon Teil 1. Es gibt noch eine Menge mehr diese Woche. Freut euch drauf. Für euch sicherlich sehr informativ und da tut sich auch noch eine Menge auf diesem Kanal. Ihr seid überrascht. Und ihr werdet überrascht. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Das war es mal diesmal hier, ne? 10.11.2012. Einfach merken, 10. Retrobörse Bochum. Ne? Bochum, ich komme aus dir, ne? Das die Stadt von Fiegepilz und Herbert Grönemeyer. Und genau da müsst ihr hin. Und das ist eigentlich eine gute Chance. Da kann man auch wirklich sinnvoll was finden. Da findet ihr auch mal wirklich Sachen, die man eben... Ich hatte ein Action 52 in der Hand beim letzten Mal. Meine Fresse. Ich bin auserwählt oder verflucht. Könnt ihr ja in die Kommentare schreiben, was das nun wirklich ist. Wie gesagt, vielleicht sehen wir uns. Könnt ihr ja mal einfach kommentieren, abonnieren. Ne? Und bewerten. Ha. Den Spruch habt ihr wahrscheinlich noch nie gehört. Und einfach in die Kommentare schreiben, ob man da vielleicht mal irgendwie Meet and Greet und sowas mal hinkriegen kann. Ich bin euer Mr. Venom 1974 und
Wie schon gesagt, ich werde dazu noch ein bisschen mehr machen. Und diese Woche schmeiße ich euch noch ein bisschen zu mit noch mehr Infovideos. Freut euch drauf. Ich danke fürs Zuschauen. Tschüss.